Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur 12. Ausgabe der Griefer News. Am 24. Januar bis zum 29. Januar fand das Akoro Erz-Event des YouTuber Golden Hand auf der Cloud statt. Angelehnt an den Akoro-Film ging es um das Abbauen der meisten Erze während der Eventzeit. Insgesamt wurden fast 5 Millionen Punkte erspielt, verteilt auf 1200 Spieler. Die Eventbelohnungen wurden auf beiden Versionen ausgeschüttet. Am 7. Februar feierte der Dream Army Clan sein 8-jähriges Jubiläum. Zudem gab es 8 Rätsel, welche die Community lösen musste, um jeweils 1 Million Dollar und ein Zai nach Hause zu holen. Das erste Rätsel wurde von uns innerhalb 2 Stunden gelöst, während das letzte Rätsel erst 31 Stunden danach gelöst worden ist. Laut einem Clan-Mitglied waren die Rätsel für jeweils 1 Stunde vorgesehen. Das nächste Kartenbau-Event steht vor der Tür. Bis zum 22. März kann man bei TMB 001er und Flowsen seine Karten für die 1.8 und Cloud einreichen. Die Karten sollten mindestens 4er bis 24er Größe haben, ein Osterei und Hasen beinhalten sowie nur ein 2D-Bau sein. Bewertet werden die Karten live auf der Cloud von TML Daywalker Moderator Olli, während dies auf der 1.8 bei WWTV und Baboon stattfindet. Im Vorfeld wird von einer Jury aus 4 Kartenexperten die besten 5 Karten ausgesucht. Per Vote in den Streams kann mitentschieden werden. Die Siegerkarte wird über Griefer Games selbst zu Ostern ausgegeben. Für jede eingereichte Karte gibt es ein speziell dafür gesigntes Item mit Griefer Games Sign. Auf der Cloud gibt es ein Preisgeld bis zu 100.000 Dollar, während es auf der 1.8 bis zu 1 Million gibt. Die Cloud wird aktuell auf die neue 1.20.4 Version geupgradet. Verfolgen kann man den Fortschritt auf dem Griefer Games Discord. Der Developer iPad sowie Content Phantom Exodus haben freiwillig das Team verlassen. Man kann 02 und 40 unterstützen nun das Team als jeweils Bilder und Designer. Der Streamer CrazyPixel und HighWaterPoint haben den Rang Streamer erhalten. Der Streamer Tunak06 musste seinen Streamer-Rang abgeben. Auch der Streamer NichtHier22 hat seinen Streamer-Rang aufgrund der kürzlichen Echtgeldhandel-Umstände abgegeben. Ein Spieler hat dem Streamer Subgifts gegen eine gewonnene Verlosung angeboten, wobei der Streamer zugestimmt hat. Laut eigenen Aussagen sollte dies jedoch nur als Troll gedacht sein. Die Spieler bei Panda und Crazy Animal X wurden von der Community als neue Helfer für die Cloud gewählt, während Lord Evoli für CB16 und Luca Fend auf CB Nature nun helfen tun. Für die Forge-Version der Custom Blocks wurden für die 1.8.9 und die 1.12.2 2 Crashfehler behoben. Alle relevanten Forumsbeiträge sind wie gewohnt in der Videobeschreibung verlinkt. Wir bedanken uns wieder fürs Einschalten und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen.